Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner FIFA-Trainerkarriere mit den ersten FC Nürnberg. Wir beginnen mit der Auswärtspartie gegen Hertha BSC. Die Herthaner werden mit einer 5-3-2-Formation beginnen. Wir beginnen natürlich mit unserer absoluten Top 11. Einzigste Änderungen ist einmal der Debütant Ciao und auch ebenfalls unser Jugendtalent Debütant, wie man es auch nennen möchte, Fischer. Hertha hat Anstoß und somit beginnt die Auswärtspartie im Olympiastadion. Luis spielt jetzt zu Fischer, Fischer schickt jetzt Metscher, Metscher rennt jetzt hier nach vorne an den Abwehrspieler vorbei, ist jetzt im Strafraum, zieht nochmal zurück, zieht ab ins lange Eck und trifft und damit führen wir jetzt. Holler mit dem Ball in Richtung Mitte, passt jetzt auf die Außenbahn zu Luis, Luis wieder zurück zu Holler, Holler zieht ab, aber der Torwart hält diesen Ball. Flanke auf den Hertha-Spieler, der köpft jetzt hier nochmal zurück. Jetzt kommt der lange Pass nach vorne, Henderson hält den Ball und damit ist erstmal die Situation geklärt. Aber Hertha bleibt im Ballbesitz, spielt jetzt hier nochmal nach vorne. Henderson kommt wieder raus und hält ein weiteres Mal diesen Ball. Der Schiedsrichter pfeift ab und damit wurde die erste Hälfte beendet mit einem Spielstand von 1:0 für den ersten FC Nürnberg. Steilpass auf Holler, Holler schickt jetzt Luis, Luis ist komplett durch, zieht ab, aber der Tor kommt noch dran und Kraus kommt leider nicht an den Ball und damit bleibt es erstmal bei der knappen Führung. Sanchez mit dem Ball läuft jetzt hier in Richtung Mitte, unser eigener Mann wird umgegrätscht, jetzt rennt er einfach mal weiter, zieht ab, aber leider faustet der Torwart diesen Ball über das Tor drüber. Das Spiel wurde beendet und damit gewinnen wir diese Partie in Höhe von 1:0. Marvin Ducksch verlässt uns für 5 Millionen direkt nach dem Hertha-Spiel und geht zu Gent. Meiner Meinung nach sehr sinnvoll, denn Dilep ist einfach die bessere Option. Nach Ducksch verlässt uns auch direkt Jan-Niklas Beste. Er wechselt zu Sporting Lissabon für 25 Millionen. Nach den Abgängen gehen wir rein in die nächste Bundesliga-Partie und das bestreiten wir heim gegen den FC Augsburg. Für diese Partie nehmen wir exakt dieselbe Startaufstellung wie auch Formation her. Der FC Augsburg beginnt mit einer 4-4-2-Formation. Wir haben Anstoß und damit beginnt die Partie im Max-Morlock-Stadion. Augsburg spielt nach vorne, jetzt die schnellen Pässe nach vorne, jetzt kommt der Schuss, aber der ging zum Glück an den Pfosten. Augsburg jetzt hier mit dem Angriff nach vorne, da ist wirklich ziemlich viel Freiraum, da kommt der Schuss, Henderson hält erstmal den Ball und fängt ihn dann sicher und damit bleibt es erstmal beim 0:0. Holler schickt jetzt hier Sané, Sané rennt jetzt hier durch, ist im Strafraum, zieht ab und trifft und damit führen wir mit 1:0 in der 21. Spielminute. Augsburg mit dem hohen Zuspiel nach vorne, Ciao springt vorbei, jetzt in die Mitte, da kommt der Schuss, aber Henderson klärt diesen Ball ins Aus. Die erste Hälfte ist vorbei und damit gehen wir mit einem knappen Spielstand in Höhe von 1:0 für den ersten FC Nürnberg in die Halbzeit. Wir bekommen jetzt hier einen Eckball-Matcher mit der Hereingabe auf Holler, der kommt zum Abschluss, aber der Torwart hält ihn und Ciao mit dem Kopfball im Nachschuss und somit bauen wir unsere Führung aus. Das Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung, Hereingabe von Matcher, Holler kommt wunderbar zum Kopfball, aber der Torwart konnte mit dem Fuß parieren, aber der springt zum Glück zu Malik Ciao und der verwandelt ihn natürlich ins leere Tor. Luis mit dem Zuspiel zurück auf Anton, Anton jetzt hier mit dem Ball, verliert ihn an den Augsburg-Spieler, der ist jetzt hier komplett frei, jetzt kommt die Hereingabe, der Flugkopfball kommt, Henderson hält natürlich diesen Ball nicht und somit hat Augsburg den Anschlusstreffer erzielt. Anton spielt nach vorne zu Dilep, Dilep schickt jetzt hier Sané, Sané ist komplett durch, zieht ab, flach und trifft und damit haben wir wieder den 2 Tore Abstand und damit steht es gleichzeitig auch 3:1. Der Augsburg-Spieler drängt jetzt hier Ciao zurück, spielt jetzt hier nochmal zurück, jetzt hier Hereingabe im Strafraum, da kommt der Volley, aber zum Glück klatscht er nur gegen den Pfosten. Das Spiel ist vorbei und damit gewinnen wir diese Partie mit 3:1, sehr glücklich meiner Meinung nach. Denn Augsburg hatte schon ziemlich gute Chancen. Nach dem Spiel blicken wir auf die Tabelle. Wir sind auf Platz 1 mit 44 Punkten. Ein Punkt dahinter ist Bayer 04 Leverkusen. Dann kommt der FC Bayern München, gefolgt von Borussia Dortmund, dem VfL Wolfsburg, Werder Bremen, Frankfurt, Hamburg, Freiburg, Leipzig, Mainz 05, Gladbach, Hoffenheim, Hertha, Augsburg, Union Berlin, Arminia Bielefeld und auf den letzten Platz mit 14 Punkten ist der erste FC Köln. Wir haben den Ersatz für Beste gefunden und zwar starten wir eine Rückrunde
coolen Aktion, nämlich Robin Hack wechselt zurück zum 1. FC Nürnberg für glatte 7 Millionen. Direkt danach folgt auch schon der nächste Transfer und der betrifft die Rechtsverteidigung, nämlich Josip Stanisic wechselt zu uns für 25 Millionen. Am Deadline Day passiert etwas ganz Besonderes und zwar verpflichten wir den spanischen Zentralmittelfeldspieler Pablo Gavi für glatte 40 Millionen und obendrauf verlässt uns zusätzlich noch Felix Metscher. Meiner Meinung nach ein sehr guter Transfer, denn wir tauschen einen 83 Gesamtstärkespieler gegen einen 85 Gesamtstärkespieler. Nach der schlechten Hinrunde von Henderson verkaufen wir ihn und er kehrt zurück in die Premier League, wechselt aber nicht zu Man U, sondern zum FC Chelsea für 45 Millionen. Direkt nach dem Abgang von Henderson haben wir eine neue Nummer 1 verpflichtet und zwar kommt er von Inter Mailand, Onana, ein sehr bemerkenswerter Transfer für den 1. FC Nürnberg, er kommt nämlich für glatte 28 Millionen. Der Deadline Day ist vorbei und damit auch die Transferphase. Wir haben aber noch richtig viel Transferbudget, deshalb investieren wir jetzt dieses Geld in neue Scouts. Und nicht nur für Scouts werden wir dieses Transferbudget hernehmen, sondern auch für Jugendscouts und deshalb würde ich sagen, verpflichten wir jetzt 3 neue Jugendscouts. Nach dem Kauf von Scouts bzw. den Verlängerungen von Verträgen oder Verbesserungen von Verträgen haben wir jetzt noch ein Budget von 8,4 Millionen. Dieses werden wir aber zumindest in dieser Saison nicht mehr ausgeben. Nach der Transferphase blicken wir jetzt nochmal auf unsere absolute Top-Aufstellung und da hat sich natürlich richtig viel verändert, unter anderem Fischer, Gavi, Stanisic, Chao und Onana. Nach der Transferphase beginnen wir die nächste Partie und das bestreiten wir im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Karlsruhe SC. Für diese Partie nehmen wir natürlich unsere absolute Top 11 und unter anderem haben wir viele Startdebüts, wie zum Beispiel von Gavi, Stanisic und von Onana. Und der Karlsruhe SC beginnt mit einer 4-1-2-1-2 Formation. Karlsruhe hat Anstoß und damit beginnt die DFB-Pokalpartie. Flanke auf Sané, Sané passt auf Kraus, Kraus schickt jetzt Stanisic, der flankt direkt weiter auf Holler, der kommt zum Kopfball und versenkt ihn und damit führen wir mit 1-0 in der 8. Spielminute. Fischer läuft nach vorne, passt jetzt runter auf Sané, Sané zieht ab, aber leider direkt auf den Torwart und somit konnte er diesen Ball ohne Probleme halten. Stanisic auf den Außen, läuft jetzt hier an den Abwehrspieler vorbei, Flanke auf Holler, der zieht einfach mal per Volley ab und trifft, was für ein Tor und damit bauen wir unsere Führung aus auf 2 Tore. Das Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung, Stanisic mit der Hereingabe auf Sebastian Holler, der zieht einfach mal circa beim Elfmeterpunkt ab und trifft hervorragend den Ball und somit verwandelt er ihn auch wunderschön. Stanisic passt jetzt hier auf Martel, Martel spielt ihn hoch auf Sané, Sané köpft ihn rüber zu Gavi, der zieht ab und trifft und damit führen wir jetzt mit 3-0. Pass nach vorne zu Holler, Holler schickt jetzt hier City Sané, der rennt jetzt hier einfach mal nach vorne, ist im Strafraum, legt auf für Fischer, der zieht ab aufs leere Tor und dann trifft er logischerweise. Die erste Hälfte in diesem DFB-Pokalspiel ist vorbei und damit gehen wir mit einer sehr lockeren Führung, nämlich mit einem 4-0 Spielstand in die Halbzeit. Fischer setzt jetzt hier zum Sprint an, läuft nach vorne, hat richtig viel Freiraum, passt auf Kraus, Kraus jetzt im Strafraum, zieht ab, aber der Torwart mit einer Glanzparade. Fischer mit dem Ball, spielt ihn jetzt hoch auf Kraus, Kraus legt auf für Sané, Sané zieht ab, aber der Torwart hält diesen Ball mit einem Hechtsprung. Jetzt bekommen wir einen Eckball, Fischer bringt ihn rein auf Sebastian Holler, der kommt zum Kopfball, aber der Torwart faustet diesen Ball nochmal über den Kasten drüber. Löst mit dem Kopfball auf Fischer, Fischer läuft jetzt hier die Außen entlang, schickt jetzt Holler, Holler ist nur noch in 1 gegen 1, zieht ab, aber der Torwart hält diesen Ball mit den Fingerspitzen. Eckball jetzt von Draxler auf Anton, der kommt zum Kopfball, der klatscht aber gegen die Latte, aber Holler rennt einfach mal durch, macht ihn auch per Kopf rein und damit erzielen wir diesen Treffer. Das glückliche Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung, Hereingabe von Draxler auf Anton, der knallt leider diesen Kopfball an die Latte, aber dann schleicht sich Holler durch, kommt zum Kopfball und erzielt diesen Treffer.
Pass auf, Holler. Holler dribbelt sich jetzt durch, kommt ein Abwehrspieler vorbei. Jetzt pass auf Silas. Silas zieht ab, aber der Torwart kommt noch an den Ball und damit bleibt es erstmal bei dieser doch hohen Führung. Pass auf Draxler. Draxler spielt jetzt auf Sanchez. Der kommt perfekt. Sanchez rennt jetzt hier komplett durch, ist jetzt hinter der Abwehr, jetzt im Strafraum, zieht ab, aber wieder hält der Torwart diesen Ball und damit bleibt es erstmal bei der 5:0 Führung. Draxler passt jetzt hier auf Dilip. Dilip mit den Hacken, Pass auf Gavi. Gavi legt auf für Silas. Der zieht ab, aber leider viel zu mittig auf den Torwart und somit bleibt es erstmal bei diesem Spielergebnis. Die Partie ist vorbei und somit gewinnen wir das Spiel mit 5:0 gegen Karlsruhe und zusätzlich hat Sebastian Holler noch ein Hattrick erzielt. Nach der Partie wissen wir auch schon direkt unseren Halbfinalgegner und da geht es gegen Mainz 05. Zusätzlich gibt es noch die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Nach dem Weiterkommen DFB-Pokal gehen wir rein in die letzte Partie des heutigen Videos und das bestreiten wir auswärts gegen den Sportclub Freiburg. Die Freiburger beginnen mit einer 4-4-2-Formation. Und wir haben ein paar Änderungen in der Startaufstellung, Grund dafür ist natürlich die Ausdauer. Freiburg hat Anstoß und damit beginnt die Auswärtspartie in der Bundesliga. Freiburg spielt nach vorne, jetzt kommen die Pässe ziemlich schnell, da kommt der Schuss, aber Onana hält diesen Ball sicher. Der Kopf war jetzt auf Sidi, Sané, Sané spielt auf Dilip, Dilip schickt jetzt hier Sané, der ist jetzt hinter der Abwehr, passt drüber auf Gavi, der zieht ab, hat keine Probleme und damit führen wir jetzt mit 1:0. Richards wehrt jetzt hier den Ball ab, Freiburg bleibt aber im Ballbesitz, ziehen jetzt ab, aber Onana hält diesen Ball mit einer Hand, jetzt klären wir den Ball raus, Freiburg bleibt aber immer noch im Ballbesitz, sind jetzt an der Strafraumgrenze, passen nach vorne, konnten den Ball verteidigen, jetzt Rückpass auf Onana, der kommt aber nicht mehr dazu, diesen Pass irgendwo hinzupassen. Und deswegen kassieren wir leider den Treffer und es steht 1:1. Das Tor für Freiburg jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Rückpass auf Onana, der kommt aber nicht mehr zum Pass. Und deshalb kassieren wir leider diesen unglücklichen Treffer. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit und damit gehen wir mit einem Spielstand von 1:1 in die Halbzeit. Kraus mit dem Ball spielt ihn auf Sané, auf die Außenbahnen. Sané rennt jetzt hier komplett durch, ist im Strafraum, zieht ab und vergibt aber diese Riesenmöglichkeit. Sané passt in die Mitte zu Tom Kraus. Kraus schickt jetzt hier Sané. Sané zieht ab und trifft und damit holen wir uns die Führung zurück. Und es steht 2:1. Wolf auf den Außenbahnen, rennt jetzt hier an den Verteidiger einfach vorbei, ist jetzt im Strafraum, passt auf Sané, Sané probiert es per Lupfer, aber leider wird der Ball abgeblockt. Wir haben jetzt hier einen Eckball, Draxler bringt ihn rein auf Anton, der kommt aber nicht zum Kopfball, jetzt Richards mit dem Kopfball auf Draxler, Draxler probiert es einfach mal und der geht auch noch rein und damit führen wir jetzt mit 3:1. Das sehenswerte Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Draxler probiert es einfach mal und der geht wunderschön rein ins lange Eck. Der Torwart kommt nicht an den Ball und damit haben wir unsere Führung ausgebaut. Der Schiedsrichter beendet die Partie und damit gewinnen wir auswärts mit 3:1 gegen Freiburg. Nach der Partie haben wir eine gute Nachricht und zwar ist Julian Reyerson nicht mehr verletzt und steigt ein im Training. Die Bundesliga-Tabelle schaut wie folgt aus. Wir sind auf Platz 1 mit 47 Punkten, gefolgt von Leverkusen mit 46 Punkten. 4 Punkte dahinter ist der FC Bayern München. Die wiederum werden gefolgt von Borussia Dortmund, Wolfsburg, Hamburger SV, der SV Werder Bremen, Frankfurt, Freiburg, Leipzig, Mainz 05, Hoffenheim, Gladbach, Hertha, Augsburg, Köln, Union Berlin und auf den letzten Platz mit 16 Punkten ist Arminia Bielefeld. In der nächsten Folge beginnen wir mit der Heimpartie gegen den ersten FSV Mainz 05. Danach bleiben wir weiterhin in der Bundesliga und bestreiten diese Partie gegen den FC Bayern München. Dann folgt Eintracht Frankfurt und das letzte Spiel in der nächsten Folge bestreiten wir im Achtelfinale der Champions League gegen AC Milan. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Ciao!